Hallo und willkommen zurück bei Digimon Story Cyber Sleuth Hackers Memory. Auf der Farm hat Yokomon das Höchstlevel erreicht. Und wusstest du, dass Freitag der 13. höchstens dreimal im Jahr vorkommen kann? Nein, das wusste ich nicht. Diese Information ist für mich neu. Was fange ich jetzt damit an? Man weiß es nicht. Ah, Leute. Wie war denn euer Wochenende und wie war eure Woche bisher? Seid ihr gut gestartet? Erzählt doch mal ein bisschen was von euch, ihr seid immer so schweigsam. Ja, perfekt. Geht los mit ein paar Level-Ups. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, warum wir hier sind. Wir sollten irgendwas untersuchen. Und Faye hat uns hier begleitet. Genau, wir waren bei Saxon. Und dann haben wir uns hier mit ihr getroffen. Ich weiß aber nicht mehr, was der Auslöser war, wenn ich ehrlich bin. Naja, wir werden es schon rausfinden. Irgendwer wird es uns bestimmt früher oder später verraten. Habt ihr meinen Trailer gesehen auf YouTube? War betitelt, also war von Bandai Namco Japan. Japan. Und war betitelt mit New Digimon Project 2021. Ich habe schon gedacht, oh geil, neues Digimon-Spiel. Nein, das neue Digimon wird ein Fitnessarmband. Das ist jetzt erstmal nicht so ungewöhnlich, weil Digimon war ja ursprünglich auch so ein Toy wie ein Tamagotchi. So ein Virtual Pet. Vielen herzlichen Dank für die Rettung. Ich dachte, es wäre vorbei als die Hacker. Ah, ach hier, nimm das. Danke. Hackers Memory erhalten. Auf jeden Fall ist das so ein Fitnessarmband und das kombinieren sie quasi mit Pokémon Go. Machen auch ihren eigenen Digimon-Spin. Ich mag Saxon-Hunde nicht. Lass mich. Ich weiß nicht, warum Yugo sich plötzlich so aufspielt. Achso, ich dachte, die will vielleicht kämpfen. Sieht ganz interessant aus, aber der Trailer. Den Trailer vermarkten sie damit, dass da ein sehr sportlicher junger Mann Parcours durch eine japanische Innenstadt macht und Backflips von Wänden und aus dem Stand und was weiß ich nicht alles. Und ich denke mir so, ey Leute, eure Zielgruppe wird bestimmt nicht backflippend durch die Welt laufen. Und wenn doch, dann habt ihr die sportlichste Zielgruppe der Welt. Speicher ab, das können wir erstmal direkt wegschnabulieren. Warum laufe ich eigentlich so langsam rum, hä? Kann mir das mal einer sagen. Viel besser. Matt Frigimon. Dich haben wir ja auch schon eine Weile nicht mehr gesehen. Doch, haben wir. Haben wir es gegen alle. Nice. Hast du auch was gegen alle? Nein. Natürlich nicht. Trifft immer. Komm, dann machen wir den weg. Dann müssen wir nur einen Treffer kassieren. Das ist doch ganz gut. Hier steht noch jemand.
Ich habe zwar diese Maske auf, aber ich habe den Film nie gesehen, aus dem sie stammt. Der Anführer wurde sauer auf mich. Er meinte, es sei ein Meisterwerk, das ich sehen müsste. Aber ich habe Angst. Kommst du mit? Was habt ihr denn für eine Maske auf? Ach, ist ja so eine Jason-Maske auf. Klar gehe ich mit dir ins Kino. Ich kenne dich zwar nicht, aber... Es wird einen Dominanzkampf geben. Und dann lass uns doch mal vorher nochmal speichern. Zur Sicherheit. Ja, genug SP haben wir. Hm, ist das... Ach, ist das? Das ist Faye, Vizechefin der blöden Saxons, die gerade von ihrem alten Kumpel verraten wurden. Sorry, aber hier geht's nicht weiter. Wir, die Masked haben dieses Gebiet übernommen. Wie mein? Muss für euch Saxon-Affen echt schwer sein, die euch ständig gegenseitig bekämpft. Also passen wir hier für euch auf. Euer Revier ist ehrlich gesagt zu groß geworden. Das geht mir schon länger auf den Zeiger. Bist du leicht durchschaubar? Mach dich nicht lächerlich. Sicher denkst du jetzt bei den Demons, du hättest was zu melden. Aber bist du nicht ein bisschen naiv? Der Poser hat eh nie zu uns gehört. So jemanden zu verlieren tut uns gar nicht weh. Oh, wie schön, du versuchst auf hart zu machen. Hast du überhaupt eine Ahnung, was gerade los ist? Ich habe gesagt, dass du dich schleunigst dünne machen solltest. Mir recht. Dummchen wie dich mag ich sogar noch mehr als Tollpatsche. Und wenn ich daran denke, diese komische Maske zu entreißen und dir das Gesicht darunter neu zu gestalten, da wird mir ganz warm ums Herz. Hugo ist ein netter Kerl, weißt du? In letzter Zeit hält er mich immer dann auf, wenn es richtig gut wird. Da hat sich ein bisschen was angestaut. Das lasse ich jetzt an euch allen ab. Wie? Glaub nicht, dass du mit uns leichtes Spiel haben wirst, nur weil wir Maid-Kostüme tragen. Wir stürzen uns alle auf einmal auf dich. Zeigen dir, was eine Maid so drauf hat. Gott, ich nerv mich selber mit der Stimme. 35 Punkte. Let's go. Zwei gegen drei. Das ist mal interessant. Vor allem nach dem Hinweis, es wird einen Dominanzkampf geben, sucht ihr drei Mitstreiter. Meine 10 Punkte. Danke sehr. Was habt ihr denn dabei? Ja, das läuft ja bei euch. Dann fangen wir mit dir an. Aber du könntest am ehesten gefährlich werden. Masked Maid, Barbarin, Rangjägerin und Rangjägerin, okay. Wenn ich von hier weggehe, dann treten die gleich hier auf mein Feld, ne? Ist ja nicht so nett. Aber wir können Faye gleich nachziehen. Ich dachte, das reicht vielleicht. Na gut. Dann nochmal du. Oh, das reicht nicht. Interessant. Ich dachte, wir hätten jetzt... Okay. Ich dachte, wir können da mehr reißen. Oh, du kannst ihn überspringen. Das ist ja nett.
wenn das so ist. Und Finishing Move. Sehr gut. Ein Feld mehr für uns. So, hier müssen wir jetzt überstehen und die Position halten. Macht nur die Hälfte. Okay. Ha. Huh. Das ist nicht so gut. Viel weniger, als ich gewollt hätte. Fiese Typen-Kombo. Treffen wir einfach nur an. Auf alle? Okay, wir werden... Ah, hier kann ich ja keine Items benutzen. Ich wollte gerade ein bisschen SP auffüllen. Das ist ja hier gar nicht erlaubt. Shit. So, wir haben zwar alle abgewehrt, aber... Das ist härter, als ich dachte. Wir spazieren hier einfach durch. Aber ganz so leicht ist es nicht. Vielleicht haben wir keine Punkte mehr. Kriegen wir wenigstens einen weg. Nice. Noch Punkte einnehmen. Okay, also Fey geht's noch sehr gut. Sehr gut genug, vor allem. Du greifst wieder alle an. Und Phoenix Monument, was übrig bleibt. Oh, bleibt alles übrig. Okay. Na gut. Aber sie steht eher am Start und kann nicht viel machen. Das wird jetzt nochmal spannend. Hm.
geschrieben. Dann das. Okay. Einen kurz mal ausgeschaltet. Das ist auch schon mal wieder ein Vorteil. Und sie hat nur noch ein Digimon. Gebt alles, was ihr habt. Ihr habt nicht mehr viel. Ach, es reicht. Denkt es. Ach, shit. Wenn ich mit ihr weggehe, dann nimmt sie mir den Fünfer weg. Ich kann also nur stehen bleiben. Gemein. So, die beiden anderen respawnen und können noch keinen Schritt machen. Nein, ich bin auf den Falschen getreten. Egal. So geht's auch. Alle wieder gut gefüllt. Boah, du bist ja echt stark. Wie hätten wir dich schlagen sollen? Jetzt hast du wohl begriffen, wo der Unterschied zwischen uns liegt. Wie wär's, wenn du jetzt die Maske abnimmst? Moment. Nach einem Kampf fließt das Adrenalin und ich werde ein wenig ungeschickt. Ich erwische eventuell auch ein wenig Haut. Ah, es tut mir wirklich leid. Große Klappe und nichts dahinter. Jetzt verstehst du, stimmt's? Eden geht zugrunde, wenn wir solche Trottel einfach walten lassen. Saxon hat das gerade so verhindert. Aber andere Teams behaupten, wir wären nur groß und könnten sonst nichts. Hugo sagt immer so Sachen wie, ist doch egal, solange zumindest einige es bemerken. Das mag ich so an ihm. Naja, genug Geschichten erzählt. Vergiss nicht, was ich dir gesagt habe. Verrat an Hugo ist für mich unverzeihlich. Verlass dich darauf, mit den Dämons ist es schon bald vorbei. Da mischst du dich lieber nicht ein. Ich habe alles Mögliche gehört. Ich weiß aber, dass Fey Hugo treu ist. Zwischen den Demons und den Saxons wird es krachen. Wird Kay etwas unternehmen? Hey, ich bin's. Entschuldige, aber könntest du die Kleine im Krankenhaus treffen? Ryuji und ich sind nämlich gerade beschäftigt. Hat keinen Zweck, jetzt darüber zu grübeln. Ich gehe mal Erika holen.